News und Talks für Gebildete. Ja, ich will mal kurz sagen, was die zweiten Scientists for Future 2 uns Bürgern anbieten, wie wir 20 oder 40 Jahre länger leben können, viel glücklicher und viel gesünder leben können. 40 Jahre länger, erst einmal, ich erkläre nachher, wie wir 20 Jahre länger leben können. Dass 20 Jahre länger ist möglich im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft, im Rahmen des Kapitalismus. Und 40 Jahre länger leben und gesünder und glücklich und viel gesünder und viel glücklicher leben ist nur möglich, wenn wir die soziale Marktwirtschaft bzw. den Kapitalismus genauso beenden, wie es die zweiten Scientists for Future 2 vorschlagen. Ja, und das wird aber nur möglich sein, wenn Greta, Luisa und die Fridays for Future sozusagen endlich mit den zweiten Scientists for Future 2 koalieren. Sonst wird es keine Beendigung der sozialen Marktwirtschaft geben, weil alle anderen Konzepte außer der zweiten Scientists for Future 2 so grottenschlecht falsch sind, dass sie auf keinen Fall irgendwie in Deutschland oder Europa angewandt werden. So, jetzt schauen wir uns doch mal an. Ja, also erst einmal die Kernaussage, auch wenn ich 20 Jahre älter werden will, muss ich auch, wenn die soziale Marktwirtschaft bleibt, weil Fridays for Future und Greta Thunberg bis jetzt noch nichts dafür tun, dass wir das beenden können, ja. Was ist der Grund, warum? Schauen wir uns die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik an, schauen wir uns die evolutionsbiologische Analyse des Lebens in der sozialen Marktwirtschaft ganz kurz an, warum sozusagen die soziale Marktwirtschaft uns alle krank macht, kaputt macht, unglücklich macht und so weiter. Ja? Warum es ein alles zerstörendes System ist. So, schauen wir mal hier. Hier haben wir Händler. Ein Händler, der glaubt selbst an Philosophien, an Meme, an Vorstellungen und Philosophien, die sozusagen die Menschen nicht unglücklich machen. Also, denn jeder Händler neigt ja dazu, seine Philosophien zu verbreiten über Werbung, über Public Relations, über Beeinflussung der Politik und der Medien und so weiter. Und dieser Händler hier, der hat aber gar keine unwahren Philosophien, sondern der hat nur wahre Philosophien sozusagen. Und er hat also keine Geschichten, keine Moral, keine Philosophien, die die Menschen unglücklich machen. Dadurch werden sie dann aber auch nicht konsumsüchtig und kaufsüchtig. Denn nur unglückliche Menschen werden so richtig süchtig, ja, und sozusagen. Also dieser Händler sozusagen kann uns alle nicht konsumsüchtig machen, kann deswegen immer nur ein Kind ernähren, bis er dann irgendwann ausstirbt, weil der Konkurrenzdruck des anderen Händlers zu groß wird oder beziehungsweise seiner Dynastie zu groß wird. Hier ist ein Händler, der glaubt an alle möglichen Philosophien, die uns unser Lebensglück so gut wie möglich rauben. Also alles, was unsere Natur, unser Körper, unsere Sensorik, unsere Lustsysteme im Gehirn und so weiter, alles, was sie uns an Glücksmöglichkeiten bieten, rauben diese Philosophien und diese Theorien und Konzepte und so weiter. Das heißt, und die schickt er natürlich mit ganz viel, mit allen Möglichkeiten, die er hat unsere Köpfe hinein, sodass wir möglichst alle total unglücklich werden und möglichst viel von seinen Gütern in konsumsüchtiger Weise konsumieren und kaufen, ja? Oder eintauschen ganz am Anfang. Ja? Das heißt, und er muss Geschichten uns erzählen, die uns unsere natürliche Friedfertigkeit nehmen. Dann kaufen wir auch maximal ihm seine Waffen ab und so weiter. Also das heißt, wir werden
Und dann hat dieser Händler, der kann viel verkaufen, der kann viele Kinder ernähren, hier zwei, dann hier drei und so weiter. Und von Generation zu Generation entstehen die verschiedenen Handelsdynastien, die alle ihr gesamter Einfluss, die alle ohne böse Absicht selber an diese verrückten Philosophien glauben, die Menschen unglücklich machen, krank machen und zum Beispiel auch Teil seiner Philosophien ist, dass er denkt, dass die Billigszutaten, den Billigschrott, den er herstellt, sozusagen, dass der überhaupt nicht gesundheitsschädlich wäre. Zum Beispiel, der hier zum Beispiel glaubt, nein, süße Früchte, also süße Waren dürfen nur reif geerntete, total naturbelassene, nicht verzüchtete Früchte sein zum Beispiel. Und der glaubt, nein, Zucker ist genauso gut, wir können auch in jedes Produkt Zucker reintun, dann schmecken die alle so ein bisschen nach Früchten und das ist keineswegs gesundheitsschädlich und so weiter. Der glaubt also jeden Irrtum, der ihm Geld bringt, die gewinnbringenden Irrtümer, ja. Und also der glaubt alle möglichen Irrtümer, die gesamte Menschheit unglücklich machen, denn Unglückliche werden konsumsüchtig und kaufen am meisten. Und er glaubt alle möglichen Irrtümer, die Menschen krank machen, also die seine Produkte billiger herstellen lassen, auf Kosten der Gesundheit der Bevölkerung. Und deswegen können wir, das ist der Grund, weswegen wir ohne Beendigung der sozialen Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus keine Chance haben, 40 Jahre länger zu leben, also unser natürliches Sterbealter von 127 zu erreichen. Das schaffen wir wohl im Rahmen des Kapitalismus nicht. Besonders, wo jetzt ganz die Daten dafür sprechen, dass wir alle jetzt schon wieder tendenziell wieder anfangen, früher zu sterben, weil eben die soziale Marktwirtschaft uns alle immer früher umbringt. Ja? So, übrigens, auch dieses Unglücklichmachen heißt auch die sozialen Beziehungen zwischen Menschen zerstören. Also dieser Händler, sein Einfluss zerstört auch die sozialen Beziehungen. Dadurch fahren die Leute, haben die alle keine Freunde mehr in der Nachbarschaft. Wir fahren alle große Strecken, um unsere Bekannten zu besuchen. Dadurch bringen wir uns gegenseitig mit Feinstaub und Verkehrsunfällen um, schlachten uns gegenseitig mit Autos und Motorrädern ab und so weiter und vergiften uns dabei munter mit Feinstaub. Und das kostet uns, also die 40 Jahre, die uns das kostet, könnten wir höchstens, über 40 Jahre sind es, könnten wir höchstens zurückgewinnen durch die Beendigung der sozialen Marktwirtschaft. Gut, aber jetzt haben wir, die meisten Leute sind faul und sagen, ja, ach, das soll doch Fridays for Future und Greta Thunberg mit den zweiten Scientists for Future machen. Ich habe keine Lust, mich irgendwie zu engagieren, die Gesellschaft zu verändern. Ich will nur wissen, wie ich wenigstens die 20 Jahre länger, gesünder und glücklicher leben kann. Ach so, nur noch ganz kurz, bevor wir auf dieses Kapitel gehen, ganz kurz noch die Information hier, wo ist es? Das, was die zweiten Scientists for Future als erstes einen Ausstiegsschritt ja empfehlen, ist ja Kombi-Reform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Die Kombi-Reform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Und dabei könnte man eben die Wohlfühlnoten-Wahlstimme oder die Wohlfühlnote oder die Wohlfühlnoten-Wahlstimme als häufige Wahlstimme einführen und die Gesundheitskostendaten jedes Menschen mit reinbeziehen und das alles mit maximalem Datenschutz schützen und so, dass dann also am Ende jeder Mensch, der irgendwas verdient in der Gesellschaft, nur noch dann etwas mehr verdient oder gut verdient, wenn er mein Wohlbefinden Schritt für Schritt steigert und meine Gesundheit Schritt für Schritt nachgewiesenermaßen verbessert. Und wenn meine Gesundheit und mein Wohlbefinden und mein Wohlfühlen eher schlechter wird, dann gehen diese Firmen oder wer auch immer dann irgendwie versucht, etwas zu verdienen, der wird so nach und nach pleite gehen und wird immer weniger verdienen. Also alles, was uns schadet, wird pleite gehen
Und alles, was unsere Gesundheit fördert und unsere Langlebigkeit und unser Wohlbefinden fördert, das wird dann belohnt und dadurch wird die Wirtschaft genau das tun, weil das ein neuer Rahmen für die Wirtschaft ist. Und dann wird sie das genau tun und dann werden wir alle 40 Jahre, mindestens 40 Jahre länger leben können als jetzt. Ja, und das auch 10-mal glücklicher, 100-mal glücklicher, weil eben keine Gewinnmöglichkeit, keine Profitmöglichkeit durch Zerstörung unseres Lebensglücks mehr besteht. So, und jetzt gehen wir doch mal auf die Dinge ein. Also, ja, was lasse ich als Hintergrund? Ich kann ja das als Hintergrund lassen. So, und jetzt geht's für die, jetzt geht's für die Faulen und Bequemen, die also sich auf keinen Fall die Mühe geben wollen, mit den Orga-Teams von Fridays for Future zu sprechen und die zur Vernunft zu bringen und so weiter. Das ist denen viel zu anstrengend und die dazu zu bringen, die Fridays for Future, dass die endlich eine Koalition, ein Zweckbündnis mit den zweiten Scientists for Future 2 eingehen, sodass die dann die Fridays for Future bezahlt werden durch den Kohlestopp 2026, den in die zweiten Scientists for Future 2 durch ihre Reformen finanzieren und dann uns alle glücklich und gesund und langlebiger machen sozusagen. Also jetzt geht's los für die Bequemen. Ja? So, erstens, erste Sache, ich halte das jetzt immer in den Bildschirm hier. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also Omron, ein Blutdruckmessgerät, das ich mir angeschafft habe, auf den Tipp des Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob von den zweiten Scientists for Future 2, weil der sagt, den muss man immer ein bisschen überwachen, aber ich habe so einen extrem niedrigen Blutdruck, also ich glaube, ich kann machen, was ich will. Ich kriege den gar nicht höher sozusagen. Aber eben, ja, also mein Blutdruck ist oft weit unter 120 zu 80. Und wenn er drüber ist, solltet ihr ja vielleicht mal mit Dr. Jakob sprechen. Also dann macht ihr was verkehrt. Ne? Zum Beispiel zu viel Salz, ja, in der Nahrung. Ja? So, also anschaffen zur Sicherheit. Ja? So, und dann geht's weiter. Ja, jetzt habe ich hier nur gerade was gefunden. Ich mache das hier. Das ist übrigens auch ein möglicher Vertrag, den zeige ich nochmal. Also wenn wir Deutschland reformieren wollen, also ich gehe nochmal zurück dahin, wie wir die 40 Jahre gesünder kriegen, das ist zum Beispiel auch ein Vertrag, den es in dem, das wurde alles so wahrscheinlich Mitte der 80er Jahre entwickelt, sogar Anfang bis Mitte der 80er Jahre entwickelt. Also eine Gesundheitsreform, die jetzt ohne die Wohlfühlnotenwahlstimme mit anderen Mechanismen über Schadenssatzvertrags Mechanismen und so weiter letztendlich dazu führt, dass der Arzt und der Heilpraktiker und der Heiler sozusagen nur noch verdienen können, wenn sie mir helfen, kerngesund zu bleiben und lange zu leben und so weiter und glücklich zu leben. Ja? So, okay, das ist sozusagen eine Alternative zu dem Konzept der Wohlfühlnotenwahlstimme. Ja? So, jetzt geht's weiter. Ja, generell Knoblauch, das ist hier Knoblauch vom Rewe. Knoblauch zusammen mit Champignons gegessen, schmeckt herrlich. Also Knoblauch in Öl. Meistens mache ich das dann doch mit Rapsöl. Hier, das ist so ein Billigöl vom Aldi, glaube ich, oder vom wem auch immer. Und manche sagen, das wäre absolut tödlich und giftig. Bis jetzt lebe ich noch. Also das ist so Billigöl, Aldi, Rewe und so weiter, für 1 Euro Rapsöl. Bloß kein Sonnenblumenöl, nur Rapsöl. Und das zum Beispiel jetzt mit, und da den Knoblauch rein und dann Champignons damit essen oder kleine Stücke Champignons reinströmen, das hilft bei Essanfällen, denn wir alle, das müssen wir alle erkennen, ja, wir sind ja alle, es gibt in der sozialen Marktwirtschaft, gibt es keinen einzigen Menschen, der nicht süchtig ist.
Wenn jemand behauptet, er sei nicht suchtkrank durch die soziale Marktwirtschaft, dann ist er eine Ausgeburt der Selbsttäuschung und des Selbstbetrugs und des Selbstbelügens. Ja? Denn die soziale Marktwirtschaft lässt es nicht zu, dass nicht jemand irgendeine Sucht hat. Der eine raucht, sagt vielleicht, es ist keine Sucht, aber natürlich ist es eine Sucht. Der andere trinkt Alkohol, der andere isst Süßigkeiten und alles. Wir sind alle süchtig. Der eine ist reisesüchtig nach Mallorca oder was auch immer. Also wir haben alle Konsumsüchte. Wir konsumieren alle Dinge, die wir nur deswegen konsumieren, weil uns die soziale Marktwirtschaft systematisch das Glück geraubt hat. So. Und jetzt werde ich euch erklären, gesunde Ernährung, also jetzt den Knoblauch hatte ich euch gezeigt, das ist sowas für Essanfälle. Also wenn man einen Suchtanfall hat, Knoblauch, Champignons und das Ganze in Öl, das schmeckt total lecker, befriedigt und macht irgendwie satt. Und Knoblauch soll sowieso für unsere Darmflora enorm wichtig sein, für das, was wir heute Mikrobiom nennen. So, weiter geht's. Ich werde euch erklären, wie der große Gemüsetopf aussieht und die zwei Varianten des großen Gemüsetopfs für Leute, die ganz hart kauen können und dann den Gemüsekopf für Leute, denen es mit dem Kauen etwas schwerer fällt und dann habe ich Experimente gemacht und dann noch die Smoothies, und zwar die Smoothies, das sind sozusagen dann ausschließlich Nüsse und Haferflocken-Smoothies und so weiter. Und das werde ich euch alles erklären. Ja, übrigens, beim Gemüsetopf, ich mache das hier mal ganz unsystematisch, der hart zu kauende Gemüsetopf, da solltet ihr zu euch mal holen. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Gift in all dem Zeug drin ist. Keine Ahnung. Das wissen wir ja alle in der sozialen Marktwirtschaft nicht. Sie bringt uns ja sowieso immer durch alle möglichen Tricks um. Wir wissen das ja alles nicht. Ne? Und solange wir noch die soziale Marktwirtschaft haben, wird sich da auch nichts dran ändern. Ne? Hier, das sind Peperoni, Rewe Peperoni, mediterrane Spezialität, scharf. Ja? Und diese Peperoni, wenn ihr die so kleine Stückchen in euren Gemüsetopf rein so tut, dann esst ihr zum Beispiel ein Stück rohen Brokkoli mit dem Öl und anderen Sachen zusammen und so weiter. Und dann beißt ihr auf so ein schönes Eckchen Peperoni, das schmeckt herrlich. Ja? Also das macht das Ganze herrlich lecker. Also ein Tipp von mir. Ja? Weiter, was den Gemüse, den harten Gemüsetopf, also den Hartkau-Gemüsetopf auch noch sozusagen lecker macht. Hier, das ist vom Penny, Kräuter der Provence, gerebelt, sind relativ preiswert. Bringen auch eben Geschmack rein in den Gemüsetopf. Denn das alles, was in der sozialen Marktwirtschaft angebaut wird, ist ja so minderwertig. Auch das Biozeug ist ja auch kein Permakulturzeug, also sozusagen, sondern das ist ja alles auch billig Bio-Schrott. Ja? Und das schmeckt ja alles nicht. Ne? Und deswegen brauchen wir hier diese Peperoni und diese Kräuter der Provence. Ja? Was auch für Essanfälle geeignet ist, ist Berglinsen mit Salz, da ich ja sozusagen null Probleme mit Blutdruck habe, Bluthochdruck habe oder so, kann ich mir das erlauben, dann mal so Berglinsen, also überhaupt generell Linsen, so braune Linsen, Berglinsen oder was auch immer, zu kochen und mit viel Salz, dann schmecken die fast wie Pommes frites und so. Das ist auch sowas für die Suchtanfälle, denn wir sind alle süchtig in der sozialen Marktwirtschaft. Und das ist noch ein erträglicher Suchtanfall, es sei denn, euer Blutdruckmessgerät sagt euch nein, sozusagen. Grüne Erbsen könnt ihr auch ab und zu, ihr könnt ja auch die Linsen und die Erbsen könnt dann, aber immer wenig von diesen Hülsenfrüchten, wenig in den Gemüsetopf reintun. Die müsst ihr natürlich zuerst kochen, damit die dann auch weich genug sind, sonst werden die wirklich bleiben die steinhart, weil ihr wollt ja das andere Gemüse nicht so durchkochen, ne? So. Dann
geht es hier weiter. Also ich salze, ich habe früher ganz salzfrei gelebt, aber ich salze jetzt immer einfach auf Verdacht mit hier Alnatura Meersalz mit Jod, weil einfach ich will den möglichen Jodmangel ausgleichen. Einfach durch Meersalz mit Jod und ein bisschen, ganz bisschen Salz tue ich immer rein. Also wahrscheinlich eher so Kategorie 1 Gramm pro Tag, 1,5, 2 Gramm pro Tag. Also und viel mehr sollte es wohl auch nicht sein. Ja, in den Gemüsetopf, also den für die hart kauen können. Also da tue ich zum Beispiel hier Feldsalat aus dem Aldi rein. Das ist einfach Faulheit und Bequemheit. Der ist schon gewaschen und da muss ich nicht mit dem vielen Sand immer kämpfen, der oft sonst im Feldsalat drin ist. Dann kann ich in den Gemüsetopf reintun. Übrigens das Meersalz, da tue ich auch immer eine Prise in den Nüsse-Smoothie rein, ja, damit der noch ein bisschen brillanter schmeckt. Aber da kommen wir ja gleich zu. Dann übrigens ein Smoothie-Maker, wenn ihr da einen Tipp habt. Ich habe bis jetzt nur Schrott, meine Smoothie-Maker, die fallen schon halb auseinander oder der eine ist jetzt ganz kaputt gegangen. Das ist nur Schrott. Also wenn jemand einen Tipp hat, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis bei einem Smoothie-Maker stimmt, dann bitte Empfehlungen abgeben. Es gibt ja diese super teuren Sachen, die kosten aber ein Vermögen. Und ob man 3.000 Euro oder 2.000 Euro ausgeben will für einen Smoothie-Maker, ist so eine Sache. Ja, womit man auch Geschmack erzeugen kann, den kann man verwenden so für beide Gemüsetopfe, also den Hartkau- und den Weichkau-Gemüsetopf. Das ist Bio-Tandoori-Gewürzmischung vom Aldi. Ja. Damit kann man auch noch versuchen, den Geschmack zu retten, sozusagen. Ja. Dann können wir sozusagen, ja, dann kann man natürlich, also ich bin gescheitert, also das ist hier ein Keimglas, ich bin mit dem Keimen gescheitert, also so Mungbohnen oder andere Sachen zu keimen, es hat mir alles irgendwie nicht geschmeckt und ich bin damit nicht klargekommen, aber wenn ihr damit klarkommt, das ist ja eine Möglichkeit, Frischgemüse selbst zu erzeugen, also frisches Gemüse, wenn vielleicht das gekaufte frische Gemüse auf zur Neige geht, kann man sich so immer noch Frischgemüse machen. Nur ich habe es nicht durchgehalten. Ich habe meine Keimgläser jetzt zum Verkauf stehen. Ne? Ich hatte dann so 5 Stück und so weiter. Also wer mag, es soll ja angeblich unheimlich gesund sein. Also ich kam nicht mit klar. Versucht's. Dann zum Beispiel Endiviensalat, hier glaube ich auch aus dem Aldi, Endives. So, jetzt also ich mache mir immer, vorhin habe ich ja schon Knoblauch gezeigt, das ist jetzt Knoblauch vom Aldi aus der Tiefkühltruhe. Ja, also wenn ich noch Champignons habe, mache ich mir immer, während ich das Essen mache, belohne ich mich schon mit den Knoblauch in Öl zusammen mit den Champignonstückchen sozusagen. Dann habe ich schon während der Zubereitung einen fantastisch leckeren Aperitif sozusagen. Das gönne ich mir dann. Und so die anderen Sachen hier zum Beispiel, Petersilie, Tiefkühl, also das sind so Wildkräuterersatzdinge. Also wir bräuchten ja eigentlich echte Wildkräuter, aber wir haben ja nur diesen Wildkräuterersatzmüll, den es überall zu kaufen gibt. Und dann, der kommt zum Beispiel bei mir, kommen diese Sachen auch können eigentlich in beide Gemüsetöpfe rein. Ne? Und also zeige ich noch mal ein paar mehr von vielleicht. Mal gucken, ob ich welche habe. Ach ja, übrigens in den Hart. Also überwiegend in den hart gekauten Gemüsetopf habe ich dann auch oft das hier, dieses Billig-Tomatenmark von Aldi reingemacht. Das soll ja schrecklich ungesund sein, weil wir da alle eine Aluminiumvergiftung kriegen. Aber ich bin nicht davon losgekommen. Die Tomatenmarks in den Gläsern haben mich auch nicht überzeugt. Und jetzt bin ich doch wieder Aldis und vergifte mich mit Aluminium. So.
Dann hier ganz wichtig, Rucola ist ja auch so ein bisschen ein Wildkräuterersatz, ja, denn das, der stammt ja von der wilden Rauke ab, ist natürlich verzüchtet und minderwertig, aber wie gesagt, ich bin halt zu faul zum ständig Wildkräuter suchen. Ne? Dann, ja, hier das Mungbohnen, die kann man ja kochen oder eben keimen, ja, und das ging noch einigermaßen, das Keimen mit den Mungbohnen, aber wie gesagt, da bin ich gescheitert. Ja, also hier aus dem Aldi, Petersilie, acht Kräuter, Dill, Petersilie hatte ich die schon, Schnittlauch, also alles, was es gibt beim Aldi, nehme ich ganz einfach in die Gemüsetöpfe rein. In beide kann man die verwenden, ja. Italienische Kräuter, ja, und da gibt es auch so Zwiebelmix und sowas, ja. Und diese Zwiebeln, also das ist ja immer das Problem, Knoblauch stinkt und Zwiebeln stinkt, da kommt man... aber angeblich steht unsere Darmflora, unser Mikrobiom drauf, ja, und braucht das angeblich, um richtig gesund zu bleiben. Ja, dann so, dann schmeiße ich das jetzt mal weg hier. So, und jetzt bitteschön, Gemüse. Wo hört Gemüse auf? Also Gemüsetopf heißt aufhören. Also alles, übrigens könnt ihr, wenn ihr einen reinen Rohkosttopf nicht gut vertragt, ich habe immer mit Mischungen gearbeitet oder es gibt auch so diese Aussage, dass manche Mikronährstoffe besser frei werden sollen, zum Beispiel bei Möhren sollen manche Stoffe besser frei werden, wenn man sie leicht ankocht sozusagen. Und manche werden am besten frei, wenn man sie roh isst. Also mache ich immer von jedem eigentlich immer einen Teil roh. Und zum Beispiel bei dem fürs Weichkochen gehen die bei mir die Sachen, die ich roh mache, alle immer in den Smoothie Maker. Da mache ich mir quasi dann so eine Mischung aus gekochtem Gemüse und rohem Gemüse, wobei ich natürlich Feldsalat und sowas nicht koche. Also, aber nur das Gemüse, was man üblicherweise auch kochen kann. Und zum Beispiel Auberginen muss man ja kochen und ja, das wisst ihr wahrscheinlich alle schon selber, was ihr kochen müsst und was nicht. Ne? Das könnt ihr selber. Nur so Dinge wie Kartoffeln, also ihr müsst euch immer klar sein, alles was ihr kocht, Süßkartoffeln und so weiter, alles was ihr kocht, wird zu Zucker. Und da das alles ja schon auf Zucker gezüchtet ist, kann ich euch nicht sagen, ob wir uns damit nicht schon überzuckern, wenn wir ganz normales, verzüchtetes, kapitalistisches Gemüse sozusagen, wenn wir das kochen, ob uns das nicht schon überzuckert. Das kann ich euch nicht sagen, weil der Kapitalismus zerstört alles. Der zerstört Gemüse, der zerstört Obst, Gentechnik, Verzüchten und so weiter. Alles, auch das Fleisch, wenn jemand doch meint, Fleisch essen zu müssen oder Fisch essen zu müssen, das ist ja kein Fleisch und das ist ja kein Fisch. Das ist kapitalistisches Fleisch und kapitalistischer Fisch, also krankmachend. Ne? Also alles ist giftig im Kapitalismus. Das habe ich ja vorhin erklärt, dass es gar nicht anders möglich ist. Ne? Weil Gewinn machen kann, also im Wettbewerb überleben kann immer nur der, der alles minderwertigen Industrieschrott herstellt und uns den andreht und uns in jeder Hinsicht unglücklich macht und uns süchtig macht nach krankmachenden Geschmacksdrogen. Nur der kann im Wettbewerb überleben im Kapitalismus und der bei der Wahrheit bleibt und uns wirklich Gutes tut, der geht pleite automatisch. Also es gibt im Kapitalismus nur Müll zu essen. Ja, deswegen können wir auch höchstens 20 Jahre länger leben. Wir können jetzt nur gucken, dass wir die grobsten Klöpse des Kapitalismus vermeiden, ja? dass wir nicht so schnell umgebracht werden. Ne? Wir werden aber alle noch rechtzeitig umgebracht. Ne?
So, dann, jetzt fehlt mir natürlich an Ölen. Ich muss ja eigentlich zum Beispiel, benutze ich noch von Aldi das native Olivenöl. Da wissen wir auch nicht, ob das gepanscht ist und ob das Betrug ist. Und dann mache ich jeden Tag auch noch dazu einen kleinen Schuss hier von Dr. Jakob. Habe ich hier das DHA EPA Vegan Toco Protect. Das ist wohl mit Algenöl und so weiter und hochwertigstem Olivenöl angeblich. Wir wissen ja, das können wir alles nicht nachprüfen. Also, das nehme ich sicherheitshalber, weil das die Form der Omega-3-Fettsäuren ist, die ich also nicht durch Leinöl und durch Walnüsse und ähnliche Dinge bekomme, sondern das ist quasi die Form, die das Gehirn direkt braucht. Und dann mache ich immer einen Tropfen, mache ich jeden Tag rein, in der Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Ne? So. Ja, wenn ich schon dabei bin, jeden Tag, jede Woche einmal, also ich hab mich mal testen lassen hier, weil Dr. Jakob sagt ja, dass also es gibt nur eine wirklich gefährliche Sache, ein unerkannter Vitamin B12-Mangel. Ja? Und deswegen habe ich dann mal diesen Test gemacht hier, Medivere Diagnostik, Vitamin B12-Urintest, Methylmalonsäure, also MMS oder was, habe ich gemacht, hatte gute Werte und so weiter. Und ich denke, ich nehme jetzt nur noch jede Woche ungefähr eine Tablette, 500 Milligramm, auch von Dr. Jakob, weil er das ja in meinem Blutbild, er hat mir gesagt, er würde es immer wieder nachprüfen, ob das auch im Blut ankommt oder im Körper ankommt, in den Menschen. Ja? Und das ist Methylcobalamin natürlich, es gibt ja auch noch andere, Hydroxycobalamin und so weiter, aber Methylcobalamin ist ja wohl ausreichend gesund angeblich und hier, das hat 500 Mikrogramm die Tablette. Also man kann sich ja mit diesen 1000, wenn man diese 1000 Tabletten, 1000er Tabletten nicht, dass man sich schadet, indem man zu viel Vitamin B12 zu sich nimmt. Was zwar nur schwer möglich sei, aber vielleicht doch nicht so ganz gut ist. Ne? Dann, was ich selten benutze hier, ich zeige es mal. Nach dem Sport, das ist also, da habe ich mir in so ein Fläschchen vom Robert Franz, so, in so ein Pipettenfläschchen, da habe ich mir das Magnesiumöl selbst hergestellt aus diesem Magnesium. Das ist einfach nur aus der Apotheke, ganz einfach. Kelo heißt, glaube ich, die Firma, C-A-E-L-O aus der Apotheke. Das ist also jetzt Magnesiumchloridhexahydrat. Ja, weil irgendjemand hat darauf geschworen, dass das gut wäre und daraus habe ich mir selbst dann mit Wasser hier Magnesiumöl gemacht und das kann man sich auf die Arme und Beine schmieren und so weiter und angeblich wird so das Magnesium leichter aufgenommen, vielleicht nach dem Sport auch sinnvoll und so weiter. Generell, Magnesium ist natürlich generell angeblich gut, es fördert auch die Einschlafwirkung oder die Einschlaftendenz. So, weiter geht's. So, was habe ich denn hier noch Schönes? Ja, was ich jeden Tag nehme, allerdings nehme ich es morgens hier, Magnesium pur, habe ich bei Amazon bestellt, Magnesiumcitrat, Hydrogencitrat ist das, ja, und das Magnesiumhydrogencitrat, das sei ganz vernünftig, aber ich weiß, wir wissen im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft, wissen wir gar nicht, ob da nicht Mengen von Arsen drin ist oder Strychnin, keine Ahnung. Ja, wir wissen das ja alles nicht, weil unser System kann das gar nicht kontrollieren. Ja? Also insofern, da nehme ich also immer so ein ganz kleines Kaffeelöffelchen jeden Morgen und zwar tue ich das ich habe hier so Gläser, so quasi so. Da waren bei Rewe, da waren Kartoffeln drin, da habe ich so drei Gläser und dann kommt da so ein ganz bisschen Magnesium rein. Da nehme ich im Winter warmes Leitungswasser und im Sommer kaltes und dann habe ich drei so Gläser und habe dann also sozusagen, und wenn ich das erste Glas mit dem Magnesium halb leer getrunken habe, das setzt sich teilweise am Boden ab, dann schütte ich immer aus den anderen Gläsern noch Wasser nach, sodass ich also auch noch im letzten Glas am Ende auch noch ein bisschen Magnesium drin habe. Das Magnesium macht halt einen sehr angenehmen Geschmack und lässt einen das morgendliche Wasser, also ich beginne ja, also ach so, das zur Information, ich esse nur noch einmal am Tag, also Intervallfasten, ich esse nur noch abends.
Und das auch oft nach dem Sport, sehr spät abends, wobei ich den größten Gemüsetopf und sowas nur noch mache, wenn es nicht so spät ist, weil ich dann einfach keine Lust mehr habe, nach dem Sport zu arbeiten an dem Gemüsetopf. Aber ich war ja dabei zu sagen, alles wird verzuckert, also Kartoffeln sind aus meiner Sicht gestrichen, weil das ist reiner Zucker, da könnt ihr auch gleich Süßigkeiten essen, ja? Kartoffeln auch. Und wenn ihr süchtig seid nach Kartoffeln, dann bitte die ganz festkochenden, ja, weil dann ist die Zerstörung eurer Gesundheit nicht ganz so krass wie bei den weichkochenden, ja. Alles, was hart ist, schießt nicht so schnell ins Blut, ne? Und keine Kartoffeln. Ich esse nie Reis, ich esse nie Nudeln oder irgendall diesen Industriemüll esse ich nie. Also das Einzige waren die Linsen und die Erbsen als Hülsenfrüchte. Und das Einzige, was ich an Getreide jemals, also an Brot oder sonstigen Dingen jemals anrichten mich lasse, sind die kernigen Haferflocken. Und auch bei denen habe ich schon das Gefühl, dass das schon zu viel Getreide ist. Ne? Denn der Mensch ist ja in der Evolution bis vor 10.000 bis 40.000 Jahren völlig getreidefrei hat er gelebt oder höchstens mal ein einzelnes Körnchen gegessen, ja, ein Samenkörnchen gegessen. Aber im Prinzip ist der Mensch genetisch wahrscheinlich nicht besonders gut angepasst an Getreide überhaupt. Ja. Und ich mache immer einen Teil leicht ankochen. Dann wird er auch weich für den weichen Topf und den Rest roh. Und bei dem weichen Topf, also bei dem harten Topf, ist der Rest roh und dann kann man richtig schön kräftig kauen, harte Möhren, harte Brokkoli und so weiter, richtig schön zubeißen. Ja? Und für die nicht mehr so gut zubeißen können, die können sich dann den Gemüseanteil in dem Smoothie Maker weich machen, nur bloß nicht die Peperoni da irgendwie rein oder so. Das gilt nur für den Hartkochtopf, weil wenn man Smoothie macht, verändert sich der Geschmack insofern, dass sich alles mittelt und dann wird das so unangenehm mittelscharf und verliert seinen Reiz, ja. So dass ich dann also in dem weichen Topf habe ich immer einen Smoothie-Anteil. Und wenn ihr dann merkt am Stuhl, dass ihr irgendwie oder auf der Toilette oder irgendwie, dass ihr mit der Rohkost nicht klarkommt, dann reduziert etwas den Rohanteil. Und wenn ihr überhaupt keine Probleme merkt, dann von mir aus geht auf 100%ig roh. Ja? Oder sagen wir mal 80% roh, weil es war ja das Argument, dass einige Sachen besser erschlossen werden können, wenn sie leicht angekocht sind. Also bleiben wir bei 80, geht hin bis auf maximal 80 roh, 20 gekocht. Und hört auf, also bei so Dingen wie Kartoffeln, da ist Schlussstrich alles andere. Und Lauch soll sehr wichtig sein und so weiter. Alles andere Gemüse, aber bloß nicht solche schweren Sachen wie Kartoffeln und Reis und solche Sachen. Das ist für mich alles Industrie-Sondermüll, das gehört in Mülleimer. Ja. Das macht auch übrigens Kartoffeln, wenn ihr Übergewicht habt, von Kartoffeln werdet ihr fett ohne Ende. Ne? Also ich jedenfalls innerhalb von Minuten werde ich durch Kartoffeln fett. Ja. So, dann übrigens, das liegt hier noch was ich von Dr. Jakob auch noch habe, Vitamin D3K2-Öl, da nehme ich jeden Tag 1 bis 2 Tröpfchen oder so, die tue ich immer mir direkt schon beim Essen machen, in den Mund schütten, in der Hoffnung, dass es was hilft, denn es gibt ja auch Leute, die sagen, wir brauchen die meisten Nahrungsergänzungsmittel gar nicht. Dann geht's weiter hier. Na, wo ist denn hier? Hier, Leinöl. Also hier, wenn das Alnatur, das Aldi-Leinöl irgendwie hat letztens komisch geschmeckt, dann habe ich dann doch wieder beim Alnatura geholt. Also entweder beim Alnatura-Leinöl oder sonst hier Bio-Leinöl oder so. Beim Aldi gibt es ganz oft Leinöl. Wenn es gut schmeckt und in Ordnung ist, dann ja, aber wie gesagt, wir wissen ja gar nichts. Wir wissen ja auch gar nicht, wie viel Gift im heutigen Leinöl drin ist. Aber Leinöl, also Omega-3-Fettsäuren,
Das mache ich meistens als Schluck direkt, das schlucke ich direkt, weil wenn Leinöl ordentlich schmeckt, kann man das einfach so ein kleines Schlückchen aus der Pulle nehmen und runterschlucken. Das ist ja, ja. Dann, ich trinke mal einen Schluck Wasser von meinem Wassertopf. So, jetzt geht's weiter. Also wir haben jetzt eben erklärt, den großen Gemüsetopf, hart, also der hart-kau-große Gemüsetopf. Übrigens, noch ein Tipp vom Dr. Med. Gerhard Reuter, gell? Versucht so wenig wie möglich zu essen und versucht auch manchmal nicht zu essen, obwohl ihr Hunger habt. Also esst höchstens ein bisschen was, wenn ihr Hunger habt, und versucht auch mal nicht zu essen, wenn ihr Hunger habt, weil er sagt, der Mensch ist am gesündesten, wenn er auch mal hungert und wenn er immer ganz wenig isst. Also für mich ist natürlich eine Frage der Dosierung. Wie viel muss ich, wenn ich einmal abends nach dem Sport oder abends generell gegen Abend esse und habe dann also ungefähr 20 Stunden Intervallfasten hinter mir, wo ich also nur morgens dieses Magnesiumwasser getrunken habe und sonst nichts, dann nach der Arbeit trinke ich dann auch nochmal 3 Wassertöpfe, also ich trinke meistens 2-mal am Tag 3 solche Wassertöpfe. Und nach dem Sport trinke ich dann natürlich auch nochmal Wassertöpfe. Da nehme ich aber auch so eine Glasflasche für Wasser mit, ne? Und das heißt, versucht es. Ich bin auch gerade dran, das zu versuchen, noch wieder mal zu versuchen. Versucht, auch wenn ihr nur einmal am Tag abends esst, versucht, übrigens so die Idee, dass man abends später nichts mehr essen soll, irgendwie überzeugt mich das nicht. Also mein Eindruck ist, wir wissen ja aus der Forschung, dass der Sex eigentlich im Vormittag am besten ist und am Vormittag Sex stattfinden sollte. Da sind wir natürlich leider bei der kapitalistischen Zwangsarbeit, ne? Und weil ja auch der Kapitalismus den Tag natürlich falsch reguliert. Macht ja alles krank, der Kapitalismus macht ja alles kaputt, ne? Und eigentlich müssten die Menschen vormittags Sex haben, nicht spät abends, da sind sie müde. Und ich weiß nicht, warum es schlecht sein soll, mit vollem Bauch, der sowieso nicht mehr gern arbeitet und studiert, voller Bauch studiert nicht gern, warum wir da nicht auch einfach schlafen sollten. Und ich schlafe nicht schlecht, nachdem ich abends mein gesundes Essen gegessen habe. Ja? Und jetzt gehe ich mal einfach hier weiter, alles andere wird mir schon noch wieder einfallen. Zum Beispiel dieses Rapsöl, das ist so ein bisschen teureres Rapsöl vom Aldi, das benutze ich wegen des Geschmacks auch für meine Nüsse-Smoothie sozusagen. Also wenn ich vom Sport komme zum Beispiel und keine Lust mehr habe zu kochen und die Gemüsetöpfe zu machen, dann mache ich halt Smoothies. Übrigens kaufe ich manchmal auch, ach schade, da habe ich jetzt gar keine Gläser da, kaufe ich doch schon manchmal noch so ein Glas bei Aldi so ein Glas Bohnen, gelbe Bohnen oder grüne Bohnen. Das ist natürlich fertig gekocht, da ist wahrscheinlich auch wieder Gummi im Deckel oder Plastik im Deckel und manchmal auch eine kleine Dose gekochte Erbsen, also als Notlösung Rote Beete, wenn es die da gibt, die kaufe ich manchmal auch so, die fertig gekochte rote Beete beim Aldi. Ja, die habe ich dann da so rumliegen. Und eben, was ich auch manchmal kaufe, Bio-Tofu. Und natürlich, wenn ich schaffe, nur Bio-Tofu zu kaufen, ist besser, weil der ist nicht so geschmacksdrogenmäßig, obwohl ich dann auch über den manchmal herfalle und den dann mit dem Tomatenmark kombiniere, denn der Tofu mit Tomatenmark, der ist auch eine Leckerei. Und der geräucherte soll ja immer ungesund sein, aber dieser geräucherte Tofu von Aldi, ja, der schmeckt natürlich schon so lecker, dass man den auch so als Droge essen kann. Aber der verführt einen auch zu Essanfällen, ne? Und zu Esssucht-Tendenzen, ja. So, jetzt Nüsse. Was kaufe ich so? Was kommt in meinen Nüsse-Smoothie rein? Zum Beispiel habe ich so eine kleine Plastikbox mit Deckel. Da kann ich die dann auch mixen und dann schütte ich mir die in meinen Smoothie-Maker und so weiter. Also zum Beispiel Mandeln, wichtig für. Dann Kürbiskerne gibt es auch bei Aldi, die Bio-Kürbiskerne. Dann, was habe ich hier?
Walnusskerne, das ist wieder Omega 3. Ne? Dann habe ich hier die Nussvariation von Aldi. Da sind so alle möglichen Nüsse drin, auch Haselnusskerne und so weiter. Und Cashewkerne, also Cashewkerne kaufe ich mir nicht, weil die lösen bei mir Essanfälle aus. Die sind so lecker, dass die immer sofort weg sind. Ne? Also deswegen nur diese Nussvariation, da kann ich widerstehen. Dann Sonnenblumenkerne, große Mengen. Kann man angeblich ja auch gut keimen, ist ja bei mir alles gescheitert, aber Sonnenblumenkerne natürlich in den Nüsse-Smoothie rein. Und natürlich hier Selen, Paranusskerne, so 3-4, in jedem Smoothie 3-4 Paranüsse, Selen, bloß nicht überdosieren, wobei ich ja gar nicht weiß, ob da überhaupt noch Selen drin ist. Wie gesagt, der Kapitalismus macht alles kaputt und es ist am Ende alles Betrug und Schwindel und alles Schrott. Ne? Aber ich hoffe mal, dass da noch ein bisschen Selen drin ist. Ne? Ja, und dann hat die Haferflocken, hatte ich schon gezeigt, ne? Haferflocken. Und so habe ich dann mit dem Öl und dem Tomatenmark, einer kleinen Prise Salz, mache ich mir dann einen herrlichen Smoothie, denn wenn der gelingt, dass er so ein bisschen fest wird, dann kann man ihn schön löffeln. Und wenn er so leicht flüssig noch ist, kann man ihn eben auch trinken, wobei man dann natürlich eigentlich, wenn man es korrekt machen würde, auch den Smoothie kauen sollte. Ja, denn der ist... Auch die Gefahr bei so einem Smoothie ist immer, auch schon die Haferflocken, dadurch, dass die ja dann klein geschreddert sind, ist immer die Gefahr, dass man Sodbrennen sogar durch den Smoothie bekommen kann, weil das Ganze schon wieder eine Zuckerbombe ist und alles, was gezuckert ist, begünstigt ja auch Sodbrennen. Ne? Also das heißt, durch den Gemüsetopf und so weiter kriege ich nie irgendwie Sodbrennen-Tendenzen, aber wenn ich den Nüsse-Smoothie, wenn da vielleicht ein paar Haferflocken zu viel drin sind, dann ist schon die Gefahr, dass man ganz leichtes Sodbrennen bekommen kann und das ist schon ein Warnsignal. Und wenn ich Brot esse, kriege ich ja sowieso Sodbrennen, also das muss man sowieso weglassen. Das ist ja sowieso Industrie-Sondermüll. Ne? So, und jetzt gehen wir nochmal zu den Essanfällen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, also wenn man gerade der Esssucht nicht widerstehen kann und zwanghaft in den Supermarkt rennt, um sich was zu kaufen, dann eben am besten Knoblauch mit Champignons. Bei mir ist im Moment ganz schlimm, da passiert mir manchmal als Essanfall Apfelsaftschorle mit Stapelchips von Rewe oder so, das ist ganz schrecklich, oder auch die Paprikachips, aber manchmal kann ich mich nicht wehren. Das ist Kapitalismus. Der Kapitalismus hat uns alle zu Konsum. Nur die Leute, die also sozusagen, es gibt ja auch Leute, die denken, dass Chips gar nicht ungesund seien, ja, und die glauben dann, die denken, oh, ich bin doch nicht süchtig. Die essen die einfach. Aber in Wirklichkeit, wenn sie die weglassen würden, dann würden sie das Elend merken, dass sie im Kapitalismus, also wenn man den Leuten das ganze Ungesunde, die ganzen ungesunden Geschmacksdrogen des Kapitalismus wegnehmen würde, dann würden sie merken, wie schrecklich frustrierend das Leben im Kapitalismus ist und dass sie ohne ihre Drogen eigentlich gar nicht leben können. Nur, dass sie eben nicht wissen, dass es sich um Drogen handelt und um krankmachende Sachen handelt und deswegen denken, sie würden sich ganz normal ernähren. In Wirklichkeit essen sie eine Droge nach der anderen, eine kapitalistische Droge nach der anderen. Ja? Gut, ich weiß das halt alles, ja, weil man, wenn man Selbstwahrnehmung hat, dann weiß man ja, dass man süchtig ist, weil es im Kapitalismus gar nicht anders geht. Jetzt noch so ein paar Sachen für Essanfälle. Ja, so als Seelentrösterchen, ja. Grilled Chicken, ja, zum Beispiel, das sind so Soja-Dinge vom Rewe, ja. Grilled Chicken, Curryfiletstücke, das ist so, das teilweise simuliertes, da wird Fleisch nachgebildet, also für die Essanfälle, die Fleisch nachgebildet durch Soja und so, ja. Und hier Sojasteaks oder vegetarische Steaks oder was auch immer. Garden Gourmet, ja, habe ich alles mal getestet. Damit kann man sozusagen die schlimmsten Essanfälle verhindern. Ist halt wahnsinnig teuer, aber wenn man das schafft, dann kann man den Chips zum Beispiel entkommen. Ne? Gyrosstreifen, alles aus Soja, ja. So,
Und jetzt kommen wir, jetzt haben wir eigentlich die Ernährung. Das heißt, jetzt haben wir schon 10 Jahre gerettet. Also selbstverständlich, dass man nicht rauchen darf, ja. Und dass man so wenig wie möglich Alkohol trinken sollte, denn natürlich gibt es immer wieder Thesen, dass Alkohol manchmal auch in kleinen Mengen doch einen positiven Effekt hätte, aber ob das nicht nur die kapitalistische Alkoholindustrie ist, wissen wir ja nicht. Ne? So, und dann läuft das noch? Ja, aber es wird knapp, oder was? Hier Sport. Das ist jetzt ein Betty-Tesch-Schläger, also das ist, wäre jetzt also Sport generell, also Gesundheitstischtennis. Idealerweise müssen wir die Sporthallen verlassen und müssten überall in den Parks oder so mit hohen Glaswänden, um den Wind abzuhalten, windgeschützte Freiareale für Tischtennis bauen sozusagen, für Gesundheitstischtennis Einsatz mit der starken Hand, Einsatz mit der schwachen Spielhand, also einen Satz mit links, einen Satz mit rechts oder mit rechts und links, je nachdem. Hier vielleicht mit solchen großen oder noch viel größeren Tischtennisbällen, ja. Also nee, da kann man den normalen Ball nehmen, aber hier dieses Betty-Tisch, also Badminton, Table Tennis, Tennis, Squash gemixt. Das kann man auch mit dem Tischtennisschläger spielen. Da spielt man auf den inneren, die inneren Linien des Badmintonfeldes gelten und sozusagen die wenn der Ball die inneren Linien berührt, ist er schon aus, ja? Damit man nicht Unfälle hat, weil die Badmintonfelder liegen viel zu eng zusammen bei den meisten Hallen. Und hier dieser Schläger, habe ich nichts anderes gemacht, als einen Tischtennisschläger minimal zu verändern, sodass ich den wie einen Tennisschläger spielen kann, weil ich natürlich auch Tennis gespielt habe. Aber ich bin ja in erster Linie früher Tischtennisprofi gewesen. Und ja, also das hier so, Betty-Tisch, könnt ihr das gut sehen. Also so habe ich mir so einen idealen, und dann spielt man also eine Art Tennis. Man schlägt von hinter der Grundlinie auf, hoch auf ins gegenüberliegende kleine ins gegenüberliegende Feld, möglichst weit nach hinten. Und danach spielt man quasi so eine Art Tennis, auch mit Volleys und so weiter, auf dem Badmintonfeld. Das Netz ungefähr experimentiert mit ungefähr 123 Zentimeter Höhe. Wir haben das mal monatelang als Verein gespielt sozusagen. Herrlich, ja. Auch wieder mit Einsatz mit rechts und Einsatz mit links. Bloß nichts Einseitiges, ne? Die Regeln genau könnt ihr ja bei den zweiten Scientists for Future 2 erfragen. Das gibt's alles. Die wollen ja auch den International Health Table Tennis Federation aufmachen und vielleicht auch das andere. Ja, also zweimal die Woche Sport, eigentlich dreimal die Woche ein bisschen Sport, Tischtennis, anderthalb Stunden oder so, das sollte das Minimum sein, denn die Bewegung bringt nochmal 10 Jahre, ja, also die bringt nochmal 10 Jahre Langlebigkeit, ja. Und ja, also der Mensch ist halt ein Bewegungstier. Im Moment findet zwar eine Evolution statt, dass also die Menschen, die keine Bewegung brauchen und trotzdem wie Faultiere trotzdem eine super Durchblutung haben, die haben genetisches Glück und die werden sich auch ausbreiten, weil ja unsere Lebensweise nicht keine körperliche Arbeit mehr erfordert, ja, sozusagen. Aber die meisten Menschen sind genetisch immer noch so, dass sie auf Bewegung angewiesen sind, weil ihr genetisches Material, ihr Genom noch nicht verändert ist, ja. Und die müssen Sport machen und sich bewegen, weil es sonst zu allen möglichen Schäden im Körper kommt. Also deswegen, also jetzt haben wir gesagt, also 20 Jahre mit dem, was ich euch jetzt gesagt habe, könnt ihr 20 Jahre länger leben, 20 Jahre jünger aussehen und schon mal, und dann noch, wie könnt ihr glücklicher leben? Ihr müsst euch also einmal immer klar machen, ja, hier, der Kapitalismus macht uns alle unglücklich, es ist also ein Glücksräuber, damit wir konsumsüchtig werden und kaufsüchtig werden. Also müssen wir sagen, Leute, versucht so gut ihr könnt, gegen den Kapitalismus anzukämpfen und macht so viel Liebe wie möglich, so viel Sex wie möglich, so viel Massage wie möglich, so viel Streicheleinheiten wie möglich, so viel Körperkontakt wie möglich und konsumiert dafür etwas weniger sozusagen. Wenn ihr es also schafft, gegenüber all den Verboten, gerade für Frauen ist es ja so, Frauen werden ja vom Kapitalismus darauf trainiert,
möglichst immer vor der Liebe und dem Sex wegzurennen, ne? Weil sie dann, ja, dann auch die Männer natürlich auch konsumsüchtig werden. Und Frauen übrigens, Frauen sind genetisch, das wissen wir aus der Forschung, wahrscheinlich zu 100% bisexuell. Also liebe Frauen, habt so viel Sex, wie ihr könnt mit Frauen, mit Männern und macht so viel Liebe wie möglich. Der homoerotische Anteil bei Männern ist wohl deutlich kleiner als bei den Frauen. Also man kann bei Männern von keiner 100%igen Bisexualität sprechen. Das will ich jetzt nicht erklären, wie man das erforscht hat, warum das so ist und so weiter. Aber macht einfach so viel und macht so viel Musik, wie ihr könnt selber, denn nach dem Musikmachen ist die Laune immer gut, also singen und musizieren, am besten natürlich gemeinschaftlich und so weiter, Community musizieren. Ja, also macht alles, was glücklich macht und kein Konsum ist. Na, kein Suchtkonsum ist. Und dann schafft ihr vielleicht die 20 Jahre jünger auszusehen und 20 Jahre länger zu leben. Aber eben, wie gesagt, wollt ihr 40 Jahre jünger aussehen und 40 Jahre länger leben, das geht nur, indem wir die soziale Marktwirtschaft beenden. Und da sind wir dann wieder bei, hier, wo ist sie denn? Unsere Greta Thunberg. Ja, dazu müsst ihr mit den Fridays for Futures Orga-Team-Leuten reden und die überzeugen, dass die ganze Welt und die ganze Menschheit nur eine Chance hat, wenn Fridays for Future und Greta Thunberg und Luisa und Co., die zweiten Scientists for Future 2, die ehemalige Bundesministerin und die anderen 23 Professoren und Doktoren und so weiter, mitnehmen in die großen Talkshows der Welt und dort diskutiert wird, wie der sanfte Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft und dem Kapitalismus aussieht. Ja, so könnt ihr dann die 40 Jahre bekommen. Aber wie ich die meisten kenne, werden sie mit den 20 Jahren zufrieden sein und werden sich schon schwer genug tun, meine Ernährungstipps und Sporttipps umzusetzen und so weiter. Ja, alles klar. Tschüssi. Ja, wahrscheinlich habe ich noch viel mehr vergessen, aber was mir jetzt schon aufgefallen ist, was ich vergessen habe, also Kurkuma hole ich mir im Alnatura immer dazu. Ingwer hole ich mir im Aldi. Die beiden mache ich natürlich dann auch immer sozusagen, die mache ich mir mal zum Beispiel bei dem weichen Gemüsetopf auch roh rein und in den Smoothie Maker sozusagen. Aber ich weiß nicht, ob ihr könnt es auch wahrscheinlich versuchen mit ganz kleinen Stücken oder so, je nachdem, wie ihr wollt. Und dann habe ich völlig vergessen, dass ich natürlich auch Früchte einkaufe, Obst, also nach Belieben sozusagen. Und guckt, das ist ja auch alles Industriemüll. Es gibt ja kein Obst mehr. Das ist ja alles kapitalistisches Obst, also kaputtes Obst. Ne? Aber versucht eben dann, dass es wenigstens noch so aus meiner Sicht so wenigstens so gut wie möglich nachgereift ist, dass es wenigstens noch nach was schmeckt, wenn es schon nicht mehr richtig gesund ist. Ne? Ja, also Früchte aller Art, ne? Da hole ich mir auch immer was. Die habe ich nur gerade nicht gesehen, weil die gerade bei mir schon wieder alle sind. Also die esse ich meistens so in der ersten Zeit nach dem Einkauf. Übrigens kaufe ich manchmal nur noch alle 2 Wochen ein, weil ich dann wirklich alles auf einmal hole und dann das im Kühlschrank, das Gemüse sich ja gut hält und das Obst muss ja sowieso noch nachreifen. Das ist ja alles völlig unreif geerntet und so weiter. Ja, also, ja, und wenn ihr euch einen ganz großen Luxus erlauben wollt, bestellt mal, wie heißen die? Jetzt müsst ihr mal gucken, in Morame in der Nähe von Paris, die. Habe ich schon früher so oft bestellt. Also da gibt es also so ganz hochwertige Versender, so von den Instinctoro-Kästlern, von den tollsten Sachen der Welt, so wie Champetak oder Durian oder solche Sachen. Orkos.com heißen die. Orkos mit K.com. Orkos.com. Früher gab es noch die essbaren Landschaften, da habe ich mir öfters Wildkräuter bestellt. Wilder Löwenzahn, herrlich. Und das mit Biotomaten. Und was, also es geht aber alles richtig ins Geld. Und was auch noch sehr lecker war, da gibt es wahrscheinlich noch Lebe gesund Versand. Also Lebe gesund, das ist so eine christliche Dreifelderwirtschaft, ne? Die Sachen schmecken schon sehr lecker, das ist allerdings alles Apothekenpreise. Also Orkos, essbare Landschaften und
Lebe gesund, da konnte man, kann man so richtig sehen, wie das Geld einem aus den Händen rennt. Ne? Also ja, und falls mir noch was einfällt, mache ich vielleicht nochmal ein neues Video dazu, aber jetzt müsste da eigentlich ganz gut gerüstet sein. Tschüssi!